Sich von einer Verletzung zu erholen ist scheiße. Sich von einer Verletzung zu erholen, wenn man nicht einschlafen kann, ist schlimmer. Sich von einer Verletzung zu erholen, wenn man nicht einschlafen kann, während man gleichzeitig von einem soziopathischen Lakaien eines dunklen Gottes mit einer persönlichen Vendetta gegen einen gejagt wird, ist noch schlimmer. Aber was am schlimmsten ist, ist trotz alledem zur Arbeit gehen zu müssen, weil, wie die Besitzer es ausdrücken, der neue Typ ein kompletter Trottel ist mit einer eigenwilligen und bösartigen Form von Dummheit, die ans Kriminelle grenzt. Und so bin ich gegen den Rat der Ärzte und immer noch leicht lediert hier in der heruntergehobenen Tankstelle am Rande der Stadt. Was wirklich erstaunlich ist, ist, dass ich erst seit einem Tag zurück bin und es bereits eine Opferzahl gibt. Darüber später mehr. Mein rechtes Bein ist vom Knöchel bis zum Oberschenkel in einem Gips und da die Tankstelle überraschenderweise nicht rollstuhlgerecht ist, bin ich mit Krücken unterwegs. Es sind mehrere Unterschriften auf meinem Gips, was seltsam ist, da ich mich nicht daran erinnern kann, dass jemand darauf unterschrieben hat. Aber vielleicht ist das auch nur ein Nebeneffekt der Schmerzmittel. Wenn ich ihn mir jetzt so anschaue, kann ich eine Nachricht sehen, die wohl Carlos dahin gekritzelt hat. Versuch nicht wieder in Schwierigkeiten zu kommen. C. Es gibt auch eine Nachricht, die mit rotem Buntstift geschrieben wurde. Jerry war hier. Da waren noch ein paar Unterschriften mit Edding und ein bisschen weiter mein Bein hoch, ich muss meine Hose hochziehen, um es lesen zu können, steht RTRATC Ausrufezeichen. Das ist echt unnötig kryptisch. Ich würde ja die Aufzeichnung der Überwachungskamera checken, um zu sehen, wen ich so nah an dieses heikle Gebiet gelassen habe, aber die Besitzer haben dafür gesorgt, dass alle Kameras entfernt wurden. Schätze mal, dass es mit diesem geheimen Überwachungsraum mit den ganzen Kameraaufnahmen zu tun hatte, verhindert wohl ein Privatsphäre-Skandal und sowas. Wobei ich sagen muss, dass die Entfernung aller Kameras vielleicht eine kleine Überreaktion war. Insbesondere, wenn sich Spencer noch da draußen rumtreibt. Die Polizei nahm eine Aussage auf und konfiszierte die Überreste der Bombe. Sie nehmen die ganze Sache sehr ernst und es gibt einen Haftbefehl für Spencer Middleton. Sollte er sich je wieder blicken lassen. Was Kiefer angeht, gestaltet sich die Situation etwas interessanter. Die Polizei konnte keine Belege dafür finden, dass der überhaupt existiert hat. Er besaß keine Immobilien oder Grundstücke auf seinen Namen, keinen Führerschein, keine sonstigen offiziellen Unterlagen. Das Einzige, was ihn überhaupt mit dieser Stadt in Verbindung brachte, war ein altes Jahrbuchfoto. Es scheint, dass Kiefer, nachdem er seinen Highschool-Abschluss hatte, komplett aus der Öffentlichkeit verschwand. Und jetzt, nachdem Spencers Versuch, die Tankstelle in die Luft zu jagen, fehlgeschlagen ist, hat Kiefer seinen Wahlkampf abgebrochen und ist einfach verschwunden. Der Sheriff hat einen neuen Deputy, Arnold, losgeschickt, um ein- oder zweimal am Tag nach mir zu sehen. Arnold ist nicht von hier, deshalb hat er wahrscheinlich zugestimmt, Tom als neuen Tankstellen-Babysitter zu ersetzen. Er ist etwa 1,80 Meter groß, dunkelhäutig und hat einen Schnauzer, der so dicht ist, dass man einen von diesen Vorgartenflamingos darin aufstellen könnte. Seine Augen scheinen einen die ganze Zeit zu sagen, man solle mit dem Unsinn aufhören, und ich habe ihn bisher kein einziges Mal lächeln gesehen. Ich weiß noch nicht, ob aus Arnold der nächste Tom oder der nächste Spencer wird. Momentan scheint beides noch möglich zu sein. Arnold war derjenige, der mich heute bei der Arbeit abgesetzt hat. Schließlich soll ich erstmal für eine Weile nicht mehr am Steuer sitzen. Was schon in Ordnung ist. Ich habe ja schließlich keinen Roadtrip in nächster Zeit geplant. Auf dem Weg zur Arbeit kamen wir am SUV des bärtigen Mannes vorbei, der am Straßenrand stand und durch welchen ein Baum wuchs. Ich fragte Arnold danach, aber er zuckte einfach mit den Achseln und sagte, ich solle mich nicht in anderer Leute Sachen einmischen. Ich fragte ihn auch nach dem Schicksal des Besitzers des Wagens. Arnold glaubt, dass sich dieser im Wald verirrt hat, genau wie die Wanderer im letzten Herbst. Die Suche sei momentan im Gange und er war sich sicher, dass sie ihn finden würden. So oder so. Nachdem Arnold mich heute abgesetzt hatte, fing ich mit den üblichen Sachen an, die ich so zu Anfang meiner Schicht tue. Ich habe die Einnahmen aus Marlboros Kasse überprüft und war weder überrascht, dass irgendwie $150 mehr drin waren, als eigentlich sollten, noch dass dieser Überschuss komplett aus 1-Dollar Münzen bestand. Ich habe alle Rechnungen erfasst, die sich seitdem ich weg war, hier gestapelt hatten und die Mülleimer geleert. Ich hätte ja gehofft, dass ich dem Cowboy über den Weg laufen würde, aber der einzige, der in der Herrentoilette war, war dieser übergewichtige hispanische LKW-Fahrer, der die Toilette und die Atemluft mit seinem unheiligen Zorn bestrafte, was schon fast eine eigene Geschichte verdienen würde. Die Sonne ging gerade unter, als ich zum Müllcontainer humpelte und versuchte, mit Müllsäcken und Krücken die Balance zu halten. Ich sah wahrscheinlich aus wie ein Rehkitz, das gerade laufen lernt. Also, während es betrunken ist, auf zwei Beinen läuft und dabei Müllsäcke schleppt. Das Stück verbrannte Erde neben den Müllcontainern sah noch so aus, wie ich es zurückgelassen hatte. Der Untergrund komplett geschwärzt.
Irgendwo kurz hinter dem Waldrand war ein anderer Fleck mit verschmorten Überresten, die ich vergessen habe, bei meiner Aussage bei der Polizei zu erwähnen und die für den unbedachten Beobachter vielleicht wie die Überreste eines menschlichen Körpers aussehen könnten. Bevor ich umdrehte, um zurückzugehen, bemerkte ich etwas Merkwürdiges an der Seite des Müllcontainers. Zuerst habe ich es für ein Spielzeug gehalten, welches an der schmutzigen Außenwand klebt, aber dann realisierte ich, dass das Ding sich bewegte, atmete, langsam kroch und das klebrige Zeugfraß, das aus den rostigen Stellen des Containers rausleckte. Das Ding sah aus wie eine riesige Tomatenraupe, etwa 20 cm lang, und als es dunkel wurde, fing das Teil, so wahr ich hier stehe, an zu leuchten. Dieses Raupending schien es nicht zu kümmern, dass ich da war, und es ließ sich sogar von mir mit einem alten Starburst-Bonbon füttern, das ich noch in der Hosentasche hatte. Ein gelbes, da ich, wie alle anderen, die gelben hasse. Das Kerlchen leuchtete ein bisschen heller, als es das Bonbon aß, und ich gab ihm einen kleinen Stups. Seine Haut war nicht so feucht, wie sie aussah. Tatsächlich sah es so aus, als wäre sie von ganz vielen kleinen Haaren bedeckt. »Du bist gar nicht so schlimm«, sagte ich, während es an der Süßigkeit knabberte. »Nicht alles hier draußen muss angsteinflößend sein, oder?« Es wackelte mit seinem Körper und kroch zu einem Platz auf der Rückseite des Müllcontainers mit mehr Glibber. Und ich ging zurück in die Tankstelle. Marlboro hat wieder mit dem Rauchen angefangen. Er hatte für eine Weile aufgehört, aber hat uns dann erklärt, dass das Leid, das er deswegen ertrug, wesentlich schlimmer war als das Leid, das er uns durch Passivrauchen zufügen würde. Weswegen mathematisch gesprochen es überhaupt keinen Sinn ergeben würde, dass er damit aufhört. Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass er seine Philosophie ablegen würde, nachdem die ganze Gruppe einfach auf mysteriöse Weise verschwunden war. Aber jetzt befürchte ich fast, dass er nicht mehr rehabilitiert werden kann. Na, nun ja. Heute war ein ziemlich normaler, also nicht ganz normal, aber zumindest durchschnittlicher Tag an der Tankstelle. Wir hatten einige merkwürdige Besucher. Wir hatten auch einige normale Besucher und während des Tages habe ich ein Buch fertig gelesen, ein paar langweilige Tagebucheinträge gemacht und bin sogar online gegangen, um eine Weile im Internet zu surfen. Unter dem Tresen ist ein weiteres an mich adressiertes Paket. Wieder ein Absender, den ich nicht kenne. Ich bin bei dem letzten Paket ein Risiko eingegangen und es enthielt etwas Großartiges, aber dann hat Spencer versucht, mich umzubringen. Und mein Bauchgefühl sagt mir wieder, es nicht zu öffnen. Oh, ich wurde heute im Laden angerufen. Ein paar Stunden nach Sonnenuntergang. Es war ziemlich spät, aber es ist schwer zu sagen, wann es genau war. Marlboro schlief schon in seiner Hängematte in der Vorratskammer und ich kann mich nicht mehr erinnern, wer der letzte Kunde war. Es war irgendwann in diesem temporalen Ödland zwischen Abenddämmerung und Morgengrauen. Hallo? Jack, hör gut zu. Du kennst mich jetzt. Und was ich jetzt sage, wird dein Leben retten. Aber nur, wenn du meinen Anweisungen befolgst und genau das tust, was ich dir sage. In der Schublade zu deiner Rechten findest du einen Stift und Papier. Nimm sie und schreib das Folgende auf. Das sind die Regeln, um zu überleben. Erstens, verlasse nicht die Tankstelle. Geh unter keinen Umständen nach draußen. Zweitens, trink nicht das Leitungswasser. Berühr es am besten nicht. Riech nicht dran und schau es nicht an. Von hier an fort heißt es Wasser aus der Flasche. Drittens, trau deinen Augen nicht. Viertens, verbarrikadier die... Warte, wo ist der Stift? Er seufzte. In einer Schublade rechts. Mein rechts oder dein rechts, fragte ich. Dein rechts. Wie zum Teufel könnte es mein rechts sein? Dann hörte ich eine Autohupe hupen. Es war die alte Witwe, Frau Sistrunk. Sie ist auch eine Einheimische, um die 100 Jahre alt, wenn ich raten müsste, und inzwischen nicht viel mehr als ein Skelett in einem schlecht sitzenden Hautanzug mit grellem Lippenstift um den Mund geschmiert. Nachdem ihr Mann gestorben war, hatte sich Agatha Sistrunk ein Hobby zugelegt. Sie kaufte und sammelte Sport- und übergroße Geländewagen und fuhr diese nachts mit atemberaubender Geschwindigkeit über die Landstraßen um die Stadt. Ihr neuester Kauf war ein nagelneuer Ford F-550 mit einem Bild vom unglaublichen Hulk in seiner ganzen grünen Großartigkeit auf die Seite gemalt. Sie war eine sehr nette alte Frau, nicht größer als 1,40 Meter. Deswegen trug sie auch spezielle Schuhe, um die Pedale erreichen zu können. Sie kam immer zu dieser Tankstelle zum Tanken, weil sie wusste, dass ich ihr helfen würde. Irgendwie hat sie noch nie selbst im Leben getankt und war wohl auch nicht interessiert daran, es zu lernen. Eine Sekunde, sagte ich zu der Stimme am anderen Ende des Telefons. Bin gleich zurück. Frau Sistrunk braucht mich zum Tanken. Hör mir zu. Geh nicht raus. Wenn du rausgehst, bist du tot. Hörst du mir zu? Ich höre dir zu, sagte ich, als ich meine Krücken packte und mich bereit machte zu gehen. Aber ich arbeite nicht für dich. Damit legte ich auf und ging raus, um Frau Sistrunk zu helfen. Die alte Agatha war froh zu sehen, dass ich wieder bei der Arbeit war. Marlboro machte sie anscheinend nervös.
Sie sagte, dass er mit ihr flirtete und während den Tanken rauchte. Bevor sie fuhr, gab sie mir ein leeres Sixpack mit Lightbeer und fragte mich, ob ich ein Schatz wäre und die für sie wegschmeißen könnte. Ich kann Agatha nichts abschlagen. Als ich zurückkam, um ihren Müll wegzuwerfen, bemerkte ich etwas Unglaubliches. Die Leuchtraupe von heute Morgen hatte sich in einen riesigen Kokon verpuppt und hing an der Rückseite des Müllcontainers. Ich kann nicht genau sagen, warum, aber irgendwie erfüllte das mich mit irgendeiner Art von... keine Ahnung, was ist das Gegenteil von existenzieller Angst? Euphorie? Existenzielle Hoffnung? Fühlt sich so Optimismus an? Also, ich weiß wirklich, dass das unsinnig ist, aber wenn ich sehe, wie diese müllfressende Raupe ihre tapfere Transformationsreise antritt, bekam ich dieses kribbelige Gefühl in meiner Seele, ganz so, als wäre das ein Zeichen. Als die Raupe dachte, dass ihr Leben zu Ende war, wurde sie zu einem Schmetterling. Mein Leben hat sich auch schon länger angefühlt, als wäre es bald zu Ende, mein kleiner Freund. Vielleicht stehe ich ja auch kurz vor einer Metamorphose. Vielleicht muss die Welt nicht seltsam und unheimlich sein. Vielleicht kann sie seltsam und cool sein. Ich habe mich entschlossen, dass egal was aus diesem Kokon schlüpfen mag, Schmetterling, Motte oder Monster, ich werde es Starburst nennen. Ich humpelte zurück zur Tankstelle und warf einen letzten Blick über meine Schulter auf den Müllcontainer, nur um zu sehen, wie einer der Waschbären sich den Kokon in den Mund stopfte und das ganze Ding in ein paar Bissen verschlang, um dann nach einem Augenkontakt mit mir in den Wald zu rennen. Carlos kam für seine Spätschicht in den Laden und fragte mich, wie ich mich fühlen würde. Ich sagte ihm, dass der Schmerz erträglich sei. Er nickte, so als wäre das die Antwort, die er erwartet hatte, und ich vertiefte mich wieder in mein Buch. Ein paar Minuten später kam der Mann mit dem Bart in die Tankstelle. Ich hätte ihn fast nicht als den Mann wiedererkannt, der sich auf die Jagd nach dem Wesen, das er einen Anglerfisch nannte, gemacht hatte. Er hatte viel Gewicht verloren, sein Bart war nicht mehr annähernd so gut gepflegt und er roch, als ob er in einer Wanne mit Pisse gebadet hätte, in die zusätzlich noch jemand gefurzt hatte. »Hey«, sagte ich, als er reinkam, »du lebst noch, cool.« Hatte ich erwähnt, dass der Mann eine Pistole in der Hand hielt, als er hereinkam? Für den kürzesten Augenblick dachte ich daran, was wohl mit seiner großen Knarre passiert war, aber ich hatte keine Zeit, ihn zu fragen. Er fand direkt die Schlösser an der Tür, schloss diese ab und legte dann die kurze Strecke zu meiner Kasse zurück, während er mit der Pistole auf mein Gesicht zielte. »Ich hab dir gesagt, du sollst nicht rausgehen. Du hast Glück, dass du noch lebst!« schrie er, bevor er das Ladentelefon aus der Wand riss und es mit einem lauten, befriedigenden Schlag auf den Boden warf. Er fragte dann, »Wer ist sonst noch hier?« »Mal sehen«, sagte ich und dachte nach, »da sind du, ich, wahrscheinlich der andere Kassierer, wenn er nicht wieder in die Stadt gegangen ist.« »Draußen steht ein Auto. Toyota. Ist das deins?« »Oh, nein, das muss Carlos gehören.« Wie auf Kommando kam Carlos aus dem hinteren Teil und blieb sofort stehen, als er den bärtigen Mann sah, der immer noch mit seiner Waffe auf mein Gesicht zielte. Carlos war vielleicht versucht, etwas zu unternehmen, wenn er nicht einen 50-Pfund-Sack mit Mais über der Schulter getragen hätte. Er hob einfach seine freie Hand und sagte leise, »Ey, Mann, wir wollen keinen Ärger. Wenn du das Geld willst, dann nimm es. Hier will niemand den Helden spielen.« Der bärtige Mann lachte in einer echt unausstehlichen Weise und sagte, »Doch, da gibt's mindestens einen. Mein Name ist Benjamin und ich bin hier, um eure traurigen Ärsche zu retten.« Carlos und ich schauten uns an. Vieles kann mit einem Blick vermittelt werden, wenn man die Person kennt, die man gerade ansieht. Er hat versucht zu sehen, was ich tun wollte, und ich wollte ihm mitteilen, dass er sich entspannen soll. »Okay«, sagte ich. »Was sollen wir tun, Benjamin?« »Da ist etwas Böses an der Tankstelle und niemand geht hier weg, bis ich nicht weiß, was es ist. Denn ich weiß, dass jemand mit dem Ding zusammenarbeitet. Ich hab's nämlich gesehen, in meinen Träumen. Ich weiß, dass du es auch gesehen hast.« Nun, in der Sache lag er falsch. Dann kam Marlboro aus der Vorratskammer, streckte sich und gähnte und Benjamin schnappte ihn blitzschnell und hielt ihn in einem Würgegriff, bevor Marlboro wusste, was überhaupt los war. Benjamin drückte die Waffe an Marlboros Kopf. »Hörst du überhaupt zu?« schrie Benjamin. »Ich hab dir gerade gesagt, dass die Welt, wie du sie kennst, nur eine Fassade ist. Hier lebt der Teufel und einer von euch arbeitet mit dem zusammen.« Er sah uns beide an und wartete wohl auf eine bestimmte Reaktion. Ich glaube, wir haben seine Erwartungen nicht erfüllt. Ich zuckte mit den Achseln und sagte, »Schnicke.« Marlboro überraschte alle, indem er halb lachend, halb brüllend, »Lasst uns loslegen, ich habe keine Angst zu sterben«, von sich gab, bevor er nach oben griff, die Waffe gegen seinen Kopf drückte und den Abzug betätigte. Ich habe schon eine Menge seltsamen Kram gesehen, seitdem ich an der heruntergekommenen Tankstelle arbeite. Ich wurde ein- oder zweimal fast getötet. Ich habe gesehen, wie derselbe Typ immer und immer wieder starb.
Ich habe Dinge gesehen, die vielleicht real waren und vielleicht auch nicht, weil ich glaube, dass mein Verstand versucht, die Tatsache auszugleichen, dass ich nicht träumen kann. Ich habe Kugelblitze gesehen, Menschen mit blauer Haut, einen Mann mit zwei Köpfen, einen sprechenden Hund und einen Elvis-Doppelgänger, der vielleicht etwas zu überzeugend war. Ich habe so viel seltsames Zeugs hier in diesem Raum gesehen, aber das war das erste Mal, dass ich diese Art von überraschtem Blick bei jemandem gesehen habe. Und es war einfach unbezahlbar. Was zum Teufel ist kaputt mit euch? Sagte Benjamin und zog sich von uns zurück. Mit uns ist alles in Ordnung, sagte Marlboro erleichtert, dass er aus dem Schwitzkasten befreit war. Was zum Teufel ist mit deiner Waffe los? Woher wusstest du, dass ich keine Munition mehr habe? Wusste ich nicht. Es machte einen lauten Schlag, als Carlos den Sack Mais fallen ließ. Er sprach als nächstes. Ich glaube, vielleicht solltest du von hier verschwinden, Kumpel, solange du noch kannst. Ich fürchte, das kann ich nicht, antwortete Benjamin. Nicht bis das Ding tot ist. Und nicht bis ich... Ich hörte ein lautes Patsch, nach welchem Benjamin bewusstlos auf dem Boden zusammenbrach. Nachdem meine Augen die Situation verarbeitet hatten, hoffte ich nur, dass das eine Halluzination war, aber der Ausdruck von Angst auf Carlos' Gesicht sagte mir, dass das nicht der Fall war. Der Mann, der hinter Benjamin stand und eine blutige Schaufel hielt, der Mann, der gerade unsere Ärsche gerettet hatte, lächelte mit einem zähnefletschenden Grinsen, das er nur machte, wenn er die Art von Schmerz zugefügt hatte, die er gerade verursacht hatte. Hey Jack, sagte Spencer Middleton. Hast mich vermisst? Er hat Carlos und Marlboro in die Gefrierkammer gesperrt. Marlboro war schon immer jemand, der mit dem Flow ging, von daher ging er freiwillig in die Gefrierkammer. Carlos hatte sich gewehrt, weswegen er am Ende zerschrammt, blutig und beinahe bewusstlos war. Von dem, was ich sehen konnte, sah es so aus, als wäre Benjamin vielleicht tot. Im besten Fall lag er in einer sich langsam ausbreitenden Lache seines eigenen Blutes. Spencer holte ein paar Stühle aus dem Lager und stellte sie beide vor der Kasse einander gegenüber. Ich musste zu einem hinhumpeln und mich hinsetzen. Dann drehte er den anderen um, um sich rückwärts darauf zu setzen, wie einer dieser coolen Lehrer aus den 90ern. Ich will nur, dass du weißt, sagte er. Ich bin nicht sauer auf dich und er auch nicht. Er wollte, dass ich dir diese Nachricht weiterleite. In Spencers Gesicht waren immer noch Blutflecken von Carlos, als er diesen verprügelt hatte. Dein Chef? Fragte ich. Ja, er war sauer auf dich wegen dem, was du Kiefer angetan hast und wollte, dass ich dir zeige, was mit unartigen Kindern passiert. Du solltest ihn eigentlich treffen, aber das lief nicht so wie gedacht. Was? Ich schätze, es war einfach nicht meine Zeit zu sterben, antwortete ich. Da verblasste das Lächeln in Spencers Gesicht, er schüttelte den Kopf und sagte, sterben? Nein, 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 nein. Du solltest nicht sterben. Du kannst nicht sterben. Wir brauchen dich. Ich sah, wie sich hinter Spencer etwas bewegte, aber ich habe versucht, den Augenkontakt mit ihm nicht zu unterbrechen. Es war Benjamin. Er war am Leben und gerade jetzt meine beste Chance, aus dieser Situation herauszukommen. Er bewegte sich langsam auf dem Boden, gewann das Bewusstsein zurück, machte aber auf wundersame Weise keinen Lärm dabei. Ich versuchte, Spencers Aufmerksamkeit zu behalten. Dein Chef. Erzähl mir mehr über ihn. Wie hat er dich gefunden? Wer ist er? Spencer kicherte. Oh, er hat viele Namen. Aber du wirst ihn schon bald treffen. Und dieses Mal werden wir nicht unterbrochen. Und meine Freunde? Ist mir egal. Sie können sich anschließen. Sie können sterben. Das macht keinen Unterschied. Übrigens, Jack, ich wollte dich fragen. Habt ihr jemals herausgefunden, wer die Bombe platziert hat? Ich lachte leise. Ja, die Polizei hat sie mitgenommen. Sie wissen, dass du es warst. Sie wissen alles. Naja, fast alles. Okay, im Großen und Ganzen wissen sie sehr wenig, aber sie wissen, dass du mich töten wolltest und dass du eine Bombe in der Tankstelle platziert hast. Spencer schüttelte wieder den Kopf. In beiden Fällen liegst du falsch. Wenn ich dich tot sehen wollte, wärst du tot. Und eine Bombe? Im Ernst? Nicht mein Stil. Ich glaube, er hatte mir noch mehr zu sagen, aber das werde ich wohl nie erfahren, denn an diesem Punkt packte Benjamin Spencers Kopf, zog ihn nach hinten und schnitt mit einer Klinge von der Größe eines Chihuahuas durch seine Kehle, wobei er den Kopf halb abtrennte. Blut spritzte in heftigen Schüben aus der Wunde hervor, bevor es aufhörte und Spencer Middleton der Vergangenheit angehörte. Das ist, was du verdienst, verspottete Benjamin ihn, als er Spencers leblosen Körper auf den Boden warf. Blut strömte heraus und mischte sich mit all dem anderen Kram auf dem Boden. Das wird eine Scheißarbeit sein für denjenigen, der es wegwischen darf.
Als wir den Gefrierschrank öffneten, konnten wir feststellen, dass Marlboro seine Ader als untalentierte Krankenschwester entdeckt hatte. Er hat Carlos' Gesicht mit einer ganzen Menge gefrorenem Fleisch behandelt. Gegen die Schwellungen. Ich machte uns allen eine frische Kanne Kaffee und wir setzten uns um den Tisch am Fenster. Für den Fall, dass ein neugieriger Passant vorbeikommen sollte, legten wir eine Plane über Spencer und stellten das Schild mit frisch gewischt daneben. Wir saßen da etwa für eine halbe Stunde in bedeutungsvoller Stille und tranken unseren Kaffee. Als wir mit der dritten Tasse fertig waren, fing Carlos an zu sprechen. Sein Kiefer war ziemlich schlimm angeschwollen, aber er konnte seine Wörter doch mit nur wenigen Problemen aussprechen. Also, warum haben wir noch nicht die Polizei gerufen? Das war eindeutig Selbstverteidigung. Ich habe das Gesicht, um es zu beweisen. Ja, sagte Benjamin nach langer Überlegung. Ja, rufen wir sie an, das wäre gut, aber morgen müssen wir uns ernsthaft unterhalten, Jack. Ich rief Arnold vom einzigen Telefon im Gebäude mit Empfang an, Spencers Handy. Der Deputy hörte mir zu, ich gab ihm nur die einfach gekürzte Version von den Ereignissen dieser Nacht. Er sagte, dass er sich direkt auf den Weg machen würde, nachdem er aufgestanden und ein paar Klamotten angezogen hatte. Als nächstes rief ich die Besitzer an und sie waren nicht sehr glücklich über die Situation. Sie sagten mir, dass ich das nächste Mal zuerst anrufen sollte. Nächstes Mal? Im Moment sitzen die anderen am Tisch und starren aus dem Fenster und ich sitze hier vor meinem Laptop und dokumentiere die Nacht, solange die Erinnerung noch frisch ist. Ich weiß, dass diese Sache noch nicht vorbei ist. Ich glaube, die Tankstelle wird für ein oder zwei Tage zumachen müssen. Aber wenn sie wieder geöffnet ist, werde ich hier sein und an meinem Tagebuch schreiben. Und dabei, so gut es geht, jeden ignorieren, der durch diese Türen hereinkommt. Ich schätze, das bedeutet, dass die Geschichte hier fortgesetzt wird.